so aus, als wird alles funktionieren. Hi Abraxe, hallo. Läuft. Cool. Dann kann's losgehen. Beyond Blue spielen wir heute. Das Spiel habe ich schon vor längerer Zeit gekauft und wollte mir das immer für einen 24-Stunden-Stream aufheben. Aber da ich jetzt heute für unseren Random-Stream, in dem wir irgendwas spielen, das ich noch nie zuvor irgendwo anders gespielt habe, ist mir kein Spiel eingefallen oder ich wusste jetzt nicht genau, was wir spielen sollen und habe deswegen mal in meinen 24-Stunden-Stream Fundus geguckt und da eben Beyond Blue rausgepickt, weil das wollte ich schon lange spielen. Auf das freue ich mich schon sehr, auf das bin ich sehr gespannt, weil ein richtig cooles, schönes Tauchspiel, auf sowas warte ich schon seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten. Nein, Wasteland 3 frühestens, wenn am 11. Oktober, wenn die neue Xbox da ist. Frühestens, wenn überhaupt. Mal schauen. Das war nur so eine Idee. Warte mal, ich muss hier ein bisschen Platz machen. Ich muss hier ein bisschen aufräumen. Damit ich ordentlich auf dem Bildschirm sehe, weil das steht zu viel davor bei mir gerade. So. Gut. Au. Ah, noch schnell das Schienbein angehauen. Perfekt. Oh, mein Schreibtischstuhl fällt auch schon so auseinander. Die Lehnen fallen immer ab. oh Gott, hier müsste so viel mal ein bisschen renoviert werden, ein bisschen upgegradet werden. Alle meine Kabel haben Klebeband. Alle meine... Ne, stimmt nicht ganz. Ich habe immerhin noch einen PlayStation-Controller, der wirklich noch perfekt funktioniert. Bei allen anderen sind entweder die Schultertasten ein bisschen nicht mehr so gut, Federn nicht mehr so gut, oder die 3D-Sticks haben einen Drift. Ich kann Geräusche machen. Verrückt. Naja, dann starten wir. Beyond Blue. Endless Ocean hieß das auf der Wii, das ich gespielt habe. Ich glaube, das war das letzte Tauchspiel, das ich gespielt habe. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Da gab es dann noch einen zweiten Teil. Den fand ich nicht mehr gut. Da musste man dann plötzlich in Quicktime-Events Hain ausweichen. Okay. If I don't get something, I want to unpack it. Get the facts. But the ocean, it's a part of me. You could say it runs in my blood. My grandmother was a freediver, an Ama. She helped me feel its rhythm and understand how one breath could last a lifetime. We dove so often, the memories all run together. Except one. When I wished I could stay down forever. The ocean cast its spell on me that day. And its mystery still consumes me. Verzeihung. Beyond Blue. Day one, submerged atoll, Western Pacific. It's great to be diving again. I'm anxious to find our sperm whale family and look in on our mother-to-be. I'm also excited to test out Andre's new tech. Ocean X is expecting a huge audience for our first live stream, given how bad things were in this region a few years ago. No pressure though. Ready to dive. Ready to dive. Ich kann es gerne nochmal sagen.
Wasteland 3 war nur so eine Idee, wenn überhaupt frühestens, wenn die neue Xbox da ist, also am 11. nächsten Monat. Wenn überhaupt, das war nur so eine spontane Idee mal beim letzten Mal. Und wie gesagt, frühestens nächsten Monat. Okay, dann starten wir, tauchen wir. Fischies. I'm in and okay. Hey, Mariah, how's the new suit? Nice. A bit itchy, but I've had worse. How are you breathing? Breathing easy? This rebreather is amazing. Feels like I'm freediving. A genuine compliment. Should have caught that on the live stream. Give me a few minutes. I want it to be amazing, and I'm still getting used to this AR visor. Ein Manta-Rochen. Da steht Scanner-Tutorial, aber ich kann noch nicht scannen, oder? Nee, zum Wegpunkt schwingen wir. Ah ja, Scanner. L1. Und R1. Das ist gut. Da haben wir doch beim letzten 24-Stunden-Stream, habe ich doch so ein Tauchspiel gespielt und habe mir gedacht, warum ist das so doof? Weil man den ganzen Tag nur über den Meeresboden schwimmt und irgendwelche Sachen aufhebt. Was man wirklich will, ist doch die Tierwelt erkunden und nicht irgendwelche Gesteinsproben nehmen. Und das ist cool. Die wunderschönen, prächtigen und majestätischen Geschöpfe der See scannen. Das finde ich, das ist das Gameplay, das ich von so einem Tauchspiel erwarte. Den Scanner schließen, ach so. How many scans before the AI is trained on a creature? It will vary. There are many factors that affect the confidence level of a match. So you don't know. Got it. Now point me to the buoy so I can try the hydrophones. I want to make sure all the tech is working before we stream. Ich kann meine Farben wechseln. Aber Rena, how you feeling? Okay, ja. Gut. Gut, gut. Hallo Pia. You gonna be okay with the live stream? I might let you do most of the talking. Once you reach the buoy, triangulate the sound of any animal. Clever. Thank you. Heute wird's chillig. Ein chilliger Stream. Das sehe ich jetzt schon. That's close enough. You can use your dive watch to control the buoy from there. Refresh me on the controls. Huh? The target in circle around. Each sound will Sound. Ich verstehe, so kann ich Tiere über Geräusche suchen, quasi über die Bojen. Das haben sie ja gerade auch gesagt, aber ich wusste nicht, was das bedeuten soll. Buckelwal. Welcome to the OceanX Livestream. I'm Dr. Mariah Soto and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues. Hello. I'm Andre. Ooh, nice. Das ist schon cool. Wie kann ich denn wieder langsam schwimmen? So, okay. Ooh. Ist schon cool. Looks like we've got our first singer. Fantastic. Hopefully on your next dive. Oh, der hat mich glaube voll mit der Flosse gebatscht. Fun fact. In addition to being an engineering whiz, Andre is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Nice, das gefällt mir. Ja, bis dann. Hi Metatron, hi Ramsi, hallo zusammen. Mir geht's gut. Ich war so fasziniert von den Wahlen. Ich habe gar nicht geguckt in den Chat. Ach, sowas finde ich toll. Sowas finde ich faszinierend. Das ist das Tauchspiel, das ich haben wollte, glaube ich. Wow, aber die Wale müssen echt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich bin ein fragiler, kleiner Mensch. Die sollten mich bitte nicht so watschen. Na gut, schwimmen wir mal zu den anderen drüber. Das geht ja gleich ganz schön los, ne? Ich habe erwartet, das Spiel startet klein. Jetzt erstmal in einem Korallenriff ein paar Clownsfische filmen und so. Und dann plötzlich mit der Zeit immer beeindruckender. Aber nee, hier geht's gleich voll los.
Was? Ich habe irgendwas mit U-Boot. Kann im U-Boot angesehen werden. Ach so, okay. Anscheinend gibt es so eine Basis, wo ich die Sachen dann auswerten kann oder so. Ah ja, hier kann ich mir Aufzeichnungen anschauen. Ein Weibchen, 12 Meter. Ach so, das weiß ich nicht. Und ein Männchen bis zu 20 Meter. Aber was der jetzt ist, wissen wir nicht, oder? Ein Pottwal. Entfernung, nicht mal die Größe. Lame. So, schauen wir noch zu den Delfinen, würde ich sagen. Der schwimmt eher auch Richtung Delfine. Cool, können wir gemeinsam schwimmen. Zu zweit schwimmt sich gleich viel angenehmer. Ich habe ihn mir angesehen, ja, Metatron. Ich habe ihn gesehen, den Trailer. Ja, mein Gott. Na, ich habe nichts anderes erwartet. Sieht schon sehr doof aus, der Monster Hunter Trailer. Man sollte echt meinen, ich finde es wirklich auch ein bisschen faszinierend. Weil man sollte meinen, dass man Videospielverfilmungen in erster Linie für die Videospieler machen würde. Also, dass Videospielverfilmungen in erster Linie für Videospieler gemacht werden, für die Fans. Aber scheinbar gibt es einen Markt für Videospielverfilmungen für Leute, die mit dem Videospiel nichts am Hut haben. Also, oder? Es sieht so aus. Insofern, aber warum, mein Gott, warum nicht? Darf es aufgeben. Aber nichts für mich. Ich frage mich, warum Capcom den immer. Gleich. Die reden mir zu viel. Ich will in Ruhe hier erkunden und rumschwimmen. Ich will nicht so viel Story. Ich hoffe, das ist nur das Tutorial. Ich frage mich, warum Capcom den immer wieder seine Spiele verfilmen lässt, den Paul W.S. Anderson. Wahrscheinlich, weil er Geld einbringt. Wahrscheinlich, weil die Filme erfolgreich sind. Ich schätze mal, die sind wohl erfolgreich genug. Oh, was ist denn da? Weißspitzenriffhaie. Und warum liegen die wirklich immer in Rudeln im Gebüsch? Könnte schon sein. Cool. Ich scanne mal ganz viel. Dann schalten wir wahrscheinlich neue Sachen fürs im U-Boot frei, die wir uns dann anschauen können. Ah ja, dann hätte ich auch hier gleich mehrere. Da waren ja mindestens zwei von den Buckelwalen, ne? Da unten ist noch einer. Oh, eine Muschel. Ach, ich habe eh beide gescannt. Okay, konnte mich gar nicht mehr erinnern. Na dann. Nice. Die Prämisse ist die gleiche wie beim Super Mario Brothers Film. Ich habe es mir auch gedacht. Aber hey, nix gegen den Super Mario Brothers Film. Nee, doch, kann man viel dagegen sagen. Der war furchtbar. Aber er hatte seinen eigenen Charme irgendwie. Er hat wenigstens, ne? Der hat wenigstens versucht, finde ich. Was Eigenes zu seinen eigenen Stilen, den eigenen Charme, der war schon was Besonderes. Und ich finde den unterhaltsam auf seine strange Art und Weise. Das gehört für mich noch zu den besten der schlechten, der vielen, vielen schlechten Videospielverfilmungen, weil er so bizarr absurd ist. Nicht, dass es ein guter Film wäre, aber er ist interessant. Und genau, das ist gut. Das ist gut gesagt. Er ist ein interessanter Film. Und das würde ich jetzt über zum Beispiel die Resident Evil Filme und so nicht sagen. Die sind weder gut, noch interessant, noch charmant. Und Monster Hunter wird halt wahrscheinlich genauso, denke ich mal. So, ich habe nicht zugehört. Was suchen wir jetzt? Sensoralarm? Delfine? Delfinalarm? Noch ein Sensoralarm. What is that sound? Did I break something? I've deployed acoustic modems to transmit from other sensors. For those of you who have no idea what he's talking about, he means we use sound to transmit data, so we can have Wi-Fi in the ocean.
impressive. What kind of bandwidth do we get? Like 1990s dial-up. Voll crazy, oder? Ich stream hier gerade ein Spiel, in dem wir eine Streamerin spielen, die ihren Tauchgang streamt. Das ist voll Meta, ey. Hab gestern nochmal Resi 1 gesehen und der ist auf seine Weise durchaus unterhaltsamer Trash. Ja, ich finde den ersten Teil auch noch gar nicht so schlimm. Den fand ich auch nie gut, der hat mir nie gefallen. Ich fand den aber jetzt nicht total schlimm oder so. Ich habe mir halt beim ersten schon gedacht, man könnte halt aus dem Original Resident Evil Source Material einen besseren Film machen. Wenn die Filme was Eigenes machen wollen, ist das ja cool. Können die machen. Und wenn die dann wirklich eine eigene Vision verfolgen und vielleicht sogar was... Und vielleicht sogar was beitragen können zur Spielreihe, ne? Dann super gut. Happy to oblige. For those watching, these sensors help us understand what leads to resiliency in coral, so we can help breed it into other species. Aber wenn man eh nur so einen uninspirierten Horrorfilm macht, da ist ja keine schöpferische Vision dahinter oder sowas. Wenn man eh nur so ein uninspiriertes Zeug macht, dann kann man sich doch wenigstens an Source Material halten und wenigstens, oder? Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, hallo, King of Felix, wie geht's? Sammeln wir mal Korallenproben. Wir sind immer noch voll mit Tutorial. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Story noch über Schwimm mal dahin und sammel was hinausgeht. Weil wenn nicht, dann hätten sie die von mir aus gerne bleiben lassen können, weil dann würde ich gern einfach nur in Ruhe tauchen. Anstatt, dass die mir dauernd reinreden. Aber wenn dann noch was Cooles passiert, dann okay, dann bitteschön. Dann gern. So, wo soll ich denn hin? Hoch nochmal vielleicht, oder? Irgendwo muss ich hier noch eine dritte Korallenprobe nehmen. Ich weiß nicht wo. Das da vielleicht? Komisch, dass ich keine Markierung habe. Nee, hier nicht. Dann muss es irgendwo weiter unten sein. Dann habe ich was übersehen. Weiter unten, glaube ich. Na, quetsch dich rein. So. Ah, da oben. 4, 4, 3... 2, 1 Meter. Ach so, nee, meine Zielmarkierung ist irreführend. Okay, Zielmarkierung ignorieren. Die zeigt mir so ungefähr den Raum von einer von den Korallen. Da, da haben wir noch eine. Wunderbar. Dann. Company. Unbelievable. That sounds too close to be outside the research zone. One of the waypoints went down. Do you think that's related? Yeah, probably. Barracuda. Da muss ich immer an das Lied denken. Dass ich bei Guitar Hero rauf und runter gespielt habe. Sonst würde ich es wahrscheinlich gar nicht so kennen. Oder hätte es zumindest nicht so präsent im Ohr. Schwimmen wir mal noch zu den Delfinen, damit ich die alle wegscannen kann. Damit ich mal... Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich 100 Millionen Mal die gescannt habe. Okay, ein Ast. Hey guys, can I take a turn? Well, you don't see that every day. At least I don't. Frankly, neither do I. Hey, warte mal.
Das ist ein schönes, entspannendes Spiel. Aber momentan fehlt mir noch ein bisschen der Antrieb. Ich hoffe, dass da auch noch eine Progressionsmechanik irgendwie drin steckt. Eine andere als nur drück ganz lange auf die verschiedenen Tiere, damit die Leiste voll wird. Red light must mean a serious alert. Whoa, octopus. I think it went in that cave. Cool. I'd like to go in that cave. Let's be real. There's no way I'm not squeezing through here to follow that octopus. Aber wirklich. Endlich wird's spannend. Well, maybe. Mirai, please be careful. Ich glaube, ich würde nicht zustimmen, dass sich die Spiele und die Filme gegenseitig inspiriert haben. Die Spiele haben ein paar Zitate eingebaut von dem Film, hey, würde ich eher sagen. Sorry to spoil your hiding place. Na gut, gehen wir wieder. Lassen wir den in Ruhe. Ich wollte den nur kurz scannen. Also ein Tintenfisch ist natürlich schon cool. Aber wollen wir den in seiner gemütlichen Höhle nicht stören. Ich denke immer wieder dran, aber ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden und die Muse dazu. Aber eventuell ja. Weil grundsätzlich... wäre das vielleicht gar nicht blöd. Right. Let me finish scanning them all. I still don't see our pregnant mother. Halt, da ist noch einer. Hier ist es aber auch ganz schön. Na, hier ist viel los. Eine Tonne schweres Mädchen. Everyone say hi to her beautiful one-ton baby girl. Is she okay? Right. Shh. She's nursing. I just wish all of you could be here for one second. Amazing. That is the end of our stream. Like, share, comment. Remember, we need you. All of us down here. Okay. Das war quasi das Tutorial. Ich glaube, das haben wir jetzt abgeschlossen. Ich finde es wirklich fast schade, dass die jetzt gleich im Tutorial so ein vollgestopftes Gebiet voller Wale und Delfine und cooler Unterwasserlebewesen machen. Ich hätte gern quasi, dass der Wal erst später im Spiel oder die Wale so einzeln besondere Lebensformen sind, die man als Belohnung erst recht spät dann irgendwann mal entdeckt und findet und mit denen schwimmen darf. So verlieren die, da hätte man mehr Spannung aufbauen können und die eher als so besondere Belohnungen einsetzen können. Fände ich besser. Aber mal schauen, wo es noch hinführt. Mir kam zuvor, als wäre Resident Evil 5 mit dem Afrika-Wüsten-Setting ein bisschen von Resident Evil, vom dritten Resident Evil-Film inspiriert gewesen. Es kann ja eh sein, dass es da auch wirklich Überschneidungen gibt. Ich denke, also, ich habe das halt immer so wahrgenommen, dass die Spiele, wie diese Laserfalle zum Beispiel, so ein bisschen so als Zitate oder Referenzen zu den Filmen einbauen und fand das ehrlich gesagt immer ein bisschen doof. Aber ich hatte jetzt nicht großartig das Gefühl, dass die Filme wirklich abfärben auf die Spiele, sondern dass die Spiele schon ihr eigenes Ding machen. Fühlt sich der Landsquid nicht etwas unwohl im Wasser? Ja, das stimmt. Nee, das passt schon. Die alten Verwandten besuchen, die entfernten Verwandten, die noch im Wasser leben, das geht schon. Auch für so einen Landsquid. Voll, wir sind hier auf unserer kleinen Normandie quasi. Naja, schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Tutorial-Gebiet wiederholen, nö, danke. Das muss jetzt nicht sein. Okay, gehen wir mal zu unserem Tauchanzug. Nächster Tauchanzug nicht verfügbar. Schließe die, was? Schließe die Unterhaltung am Steuersitz ab.
Oh, das ist ein kleines UFO. U-Boot. Ah, hier ist viel. Okay, schauen wir mal. Vollmachtpapiere. Cool. Gut, dass wir das geklärt haben. Das Livestream-Handbuch, das könnte ich auch mal brauchen, glaube ich. Das würde mir gar nicht schaden. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das auch ohne die Filme passiert wäre, dass die Spiele immer actionlastiger werden, weil das ist aus irgendeinem Grund... Wahrscheinlich, weil man damit dann doch mehr Käuferschichten anspricht. Immer der Trend bei Spielen. Egal ob Rollenspiele, ob Horrorspiele, der Trend geht immer Richtung Action, weil sich Action anscheinend auch einfach besser verkauft. Es ist anscheinend einfach wirklich so. Mit Action erreicht man mehr Leute wie mit anderen Genres. Deswegen geht die Tendenz immer in diese Richtung, bei allem. Ich glaube nicht, dass da die Filme großartig Einfluss hatten. Glaube ich. Wer weiß, wenn der sechste nicht... Also wenn der sechste Teil ein besseres Actionspiel gewesen wäre, vielleicht wäre Resident Evil heute eine ganz andere Reihe und hätte alle seine Oldschool-Horror-Fans komplett verloren, aber ein ganz neues Action-Fan-Publikum, das wahrscheinlich größer ist, aufgebaut. Das könnte schon sein. Ja, es ist so, die Tendenz geht ja schon der zweite Teil damals, Resident Evil 2, war ja schon viel actionlastiger als Resident Evil 1. Die Tendenz kennt man ja quasi schon von Anfang an, schon lang vor den Filmen. Und der dritte nochmal viel mehr als der zweite, viel mehr. Und ab dem vierten Teil, der vierte ist ja so ein bisschen Reboot für die Reihe, wenn man so will, ging die Tendenz wieder von vorne los. Irgendwie. Schon interessant. Cool, das freut mich, Pia. Das ist echt nett. Ein ganz furchtbarer... Ein super... Super stressigen Tag. Ich hoffe nicht wirklich ernsthaft furchtbar schrecklich, sondern nur so normal furchtbar schrecklich. Ist die Musik eigentlich auf meinem Kopfhörer? Ist die Musik gerade furchtbar laut? Ich hoffe, im Stream hört man mich noch. Oh, das tut mir echt leid, Bea, das ist blöd. Alles gut, okay. Dann werde ich einfach die Kopfhörer ein bisschen von meinen Ohren nehmen. Weil witzigerweise leiser machen für mich gar nicht so leicht ist, wenn ich streame. Das ist alles ein bisschen kompliziert. So, hier haben wir ein Verzeichnis. Oh, es gibt gar nicht so viele Tiere, ehrlich gesagt, oder? Da habe ich jetzt schon ganz schön Batzen irgendwie. Also ich finde dafür, dass wir nur das Tutorial gemacht haben... Nö, schauen wir mal. Ne, wie gesagt, Spiel, ich hätte an deiner Stelle nicht gleich die ganzen coolen Wale am Anfang rausgehauen, aber hey, ist ja deine Entscheidung. Ich meine, die ganzen coolen, es sind ja bis jetzt nur Buckel- und Pottwale, aber trotzdem. Ich hätte klein angefangen und erstmal die ganzen Clownsfische und die ganzen kleinen Korallenrifffischchen ins Zentrum gezogen und hätte dann mal ein Tiefseelevel gemacht und so weiter und dann kommen irgendwann die coolen Wale. Na, schauen wir mal. Hey, ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen gehen. Ich glaube nämlich, dass ich die U-Boot-Musik ausmache, weil das wahrscheinlich lizenzierte Lieder sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das klingt so, ne? Das lassen wir lieber. Im Stream jetzt und so. Vorsichtshalber. Ich fand die Musik auch... Eigentlich, zumindest das vorherige Lied, das jetzt weiß ich nicht, ganz chillig.